Was ist denn los, Luke? Ich muss Ich mal! warte! Ich muss mal! Ich wollte niemanden erschrecken, ich habe nur vergessen, es zu erwähnen. Jetzt ist es in der Hose. Die nächste Parade ist nicht in 2 Wochen. Ist sie nicht? Der dämliche Schöpfer hat in seinem Buch geschrieben und das Datum geändert, direkt vor unseren Augen. Boah. Er hat die Geschichte umgeschrieben? Wann? Genau ist die Parade. Das ist jetzt gemein gewesen. Das ist eine doofe Textbox. Wann genau ist die Parade? Was? Nimm das, du Textbox. Ja. Ja, sie ist gestern schon gewesen. Sie ist heute, Herr Wright. Was? Oh, den habe ich nicht als Sound. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich guck mal, ob ich den aber eventuell noch hinzufügen kann. Ganz schnell. Kannst du das einfach so machen? Was? Was? Wie macht der das nur? Ja, ich kann. Ich habe nämlich die Sounddatei davon schon, aber ich habe sie noch nicht. Moment, also zack, zack, zack. W und A kann ich dafür nehmen? Okay, dann nehmen wir. Was? So. Ja, funktioniert. Ging ganz schnell. Ah, jetzt kommt das wirklich. Was? Achso. Die Textbox. Wo er was sagt. Oh, das ist so herrlich. Ich finde das so toll. Dass das so klappt. Hast du gerade gesagt? Was? Ich verstehe dich nicht. Hast du gerade gesagt? Heute? Ich habe kein Problem mit nackten Hintern. Oh, echt nicht? Frag doch einfach nochmal. Hast du gerade gesagt heute? Frag doch einfach nochmal. Hast du gerade gesagt heute? Frag doch einfach nochmal. Hast du gesagt heute? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Da bekommt die Zeit läuft davon eine ganz andere Bedeutung. Eigentlich nett. Nee. Ich denke, die Vorbereitungen für die Parade haben bereits begonnen. Es sieht aus, als würde sie heute Nachmittag beginnen. Wir haben wirklich kein Glück. Herr Wright. In Ordnung. Damit haben wir umso mehr Gründe, unsere Nachforschungen umgehend zu beginnen. Was wir sonst nicht tun würden. Hier, dein Text. Ja. Ja. Danke. Sehen wir mal, welche Hinweise wir finden können, solange wir noch Zeit haben. Bling. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr über die große Hexe Hexana herausfinden können. Ja, sehr. Oh, ich würde so gerne mal wieder Hugo schauen. Oh ja. Alte Folgen? Nee, neue. Nein, alte! Ja, die neuen sind ja auch scheiße. Es gibt neue, das wusste ich gar nicht. Nein, gibt's nicht. Aber wenn es neue geben würde, wären die scheiße. Ich glaube, mein Cousin hatte auf dem Gameboy das Hugo-Spiel damals. Wir haben das Hugo-Spiel auch schon gespielt. Ach stimmt, wir haben es sogar selber mal gespielt. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Da hast du sogar... Weil es so scheiße war. Du hast sogar versucht, das selber zu spielen über meine Internetverbindung. Stimmt, aber ich hatte irgendwie so einen Lag von 8 Sekunden gefühlt. Ja. Textbox, hattest du das? Was? Machen wir mal weiter. Wir müssen immer... Ich muss manchmal stoppen. Ja, du hast recht. Gut. Okay, weiter geht's. Ja, ich hab recht. In Ordnung. Tun wir unser Bestes, um mehr Hinweise zu finden. Bling, bling, bling. So, Hinweismünzen gibt's hier drin. Wo ist eigentlich mein Stylus hin? Ah, mein Stylus. Ja, ich hab den jetzt irgendwo. Ich hab den aus der Hand gelegt und jetzt ist der. Steh mal auf und. Warum? Wer weiß, wo der steckt.
war nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, ich hatte den doch. Ich hatte den doch irgendwo gehabt. Wo ist denn. Wo ist denn mein Stylus? Das kann doch nicht wahr. Ah. Hab ihn. Er lag etwas weiter hinten. Also ich hab den irgendwie. Ich hab den ganz weit hinter auf meinem Schreibtisch gelegt. Keine Ahnung wieso. So. Gehe zum Marktplatz, aber nee, ich will erstmal Hinweismünzen haben. Ja, natürlich. Aua, Feuer! Oh, was? Wir haben nur 96 Hinweismünzen? Okay, Feuer, du hast gewonnen. Okay, fast, du hast auch gewonnen. Okay, Ölkanne? Du hast gewonnen. Diesmal nicht. Ein Schwert und ein Beil? Es überrascht mich kaum, so etwas hier zu finden. Was meint ihr? Ich bin kein Experte, aber selbst ich kann den Unterschied zwischen diesem und Flambergs Schwert sehen. Dieses hier ist benutzt. Moment, so. Meinst du etwa, Flamberg ist noch Jungfrau? Natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie jemals so ein scharfes Schwert brauchen würden, Herr Wright. Doch nicht etwa für meine Füße. Oh, ein Rätsel. Endlich. Ganze 8 Textboxen seit der ersten. Und endlich ein Rätsel. Herr Wright, sehen Sie, dort drüben ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel an so einem Ort? Man kann hier wirklich überall Rätsel finden, nicht wahr? Und das Rätsel ist, mach das Bett. Lösen wir es, Herr Wright. Ja, lösen wir es. Entblößen wir es. Rätsel 43, Fliesenleger 2. Die Fliesen sind komplett durcheinander geraten. Sie sollten mit der Schokoladenseite nach oben zeigen. Jedes Mal, wenn der Besitzer auf einem Feld landet, wird es zusammen mit den angrenzenden Feldern umgedreht. Außer es ist eine Trennwand zwischen den Fliesen. Manchmal braucht es mehr als einen Sprung, um alle Fliesen richtig zu drehen. Stampfe auf die Fliesen, bis alle passen. Oh Mann. Alle sollen schokoladig aussehen, oh weia. Das sollte ja nicht so schwer werden. Ja. Naja. Also, da... Platten drehen sich nicht um, wenn eine Trennwand ist. Ja, ist klar. Ja, in welche Richtung sollte man vielleicht zuerst... Also auf jeden Fall geht die Schokoladenseite von dem, wo wir draufstehen, immer beim nächsten Sprung... Ich würde rechts, links, runter. Mal anfangen. Ich würde mal mit rechts, links, runter anfangen. Rechts, links, runter? Nee, warte mal. Rechts und links, dann ist doch das... Das kann man sich dann doch eigentlich sparen. Nee, mach mal. Ach so, das habe ich missverstanden. Ja, oh, warte. Ich wusste nicht, dass das, auf das du springst, auch sich umdreht. Ich dachte nur, die angrenzen. Oh. Aber warte mal, wenn ich jetzt... Dann runter und hoch jetzt. Und wieder runter. Das wäre jetzt... Ich kann aber hier rüber. Ach, das geht auch. Okay. Hilft ja vielleicht schon mal. Ja. Runter? Jetzt ist die Frage, wie weiter? So? Ja. Wenn ich jetzt aber das mache... Und das... Nee. Runter, links und dann wieder nach oben, würde ich sagen. Runter, links. Ach so, nee, dann ist der rechte wieder falsch. Scheiße. So, Moment. Ich mal sehen. Was, wenn ich jetzt hier das? Das ist bestimmt alles völlig falsch, aber wenn ich das jetzt noch. So, genau. Und dann. Das. Das. Das ist so was von falsch, aber egal. Vielleicht kommen wir der Sache trotzdem näher. Was, wenn ich jetzt nochmal so mache und dann so? Nee, dann ist das Ding nur noch und... Aha. Ah, Mann, ey. Es ist eigentlich... Fehlt fast nichts mehr. So, das noch. Aber dann ist das auch... Ich glaube, das dauert hier. Aber, da ist jetzt das, dann mache ich das noch.
das noch? Aha. Ah, das ist... Das sieht fast richtig aus, ist das aber noch nicht. Da habe ich jetzt noch einen... Aber nee. Ja. Ah, jetzt. Nee, jetzt ist das noch. Stimmt. Aber wenn ich jetzt nur noch das nehme und dann das und dann... Na, nee, dann kommt das irgendwann immer aufs Gleiche raus. Bim, bim, bim. Nee, da ist immer noch eins. Kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, das würden wir schneller hinkriegen. Ja, jetzt mache ich hier alles wieder kaputt. Nee, ich dachte auch, also ich glaube, es gibt hier sicherlich eine super Variante, die man nutzen kann. Ja, wahrscheinlich steht am Ende dieses Rätsel ist lösbar in zwei Sprüngen. Ja, sowieso. Ich mache nochmal von neu, vielleicht fällt mir ja was ein. Okay, also, ich habe eine Idee. Ich mache erstmal das. Mach dann das. Die obere Ecke aufheben. Ja, dass ich, genau, dass ich dann, wenn ich da zurückkomme, nur noch diese beiden zum Beispiel habe. Genau. Mhm. Ja. Jetzt ist aber... Jetzt ist doof, weil ich habe hier so und... So und... Ja. Das ist alles nicht gut, so. Das sah am Anfang echt nicht schlecht aus, aber ich glaube, ich habe es wieder irgendwie verhauen. Und das war sowieso falsch, da gehe ich wieder zurück. Bim, bim, bim. Ah, jetzt bin ich hier auf dem und kann nichts machen. Jetzt ist das Einzelne, oh Gott. Ah. Ich glaube, da wäre ich jetzt hoch statt rechts. Echt? Warte mal, wenn du hochspringst, dann hast du aber wieder da das Stück und dann ist... Ja, genau, aber jetzt kannst du, glaube ich, leichter die rechten noch alle schließen. Was hier links passiert, ist ja erstmal egal. Aber wie soll ich denn die rechten dann so? Nee. Hoch? Und dann? Runter? Rechts? Ah. Links? Nicht hoch? Hoch ist besser, hast recht. Jetzt ist die Frage, was... Nach unten musst du sowieso irgendwann nochmal... Ja, aber kann ich nicht da drüber und dann nach unten? Aber es ist dann auch komisch. Aber wenn ich jetzt so nochmal gehe... Scheiße. Ja, es ist irgendwie so... Nicht das Wahre, aber... Aha. Das sieht ja schon wieder fast gut aus, aber ist auch nicht so das Richtige. Man... Jetzt noch dahin. Ah, dann ist das wieder. Ah, das ist echt schlimm, ey. Ganz schlimm, ganz doll schlimm. Das sah ja jetzt nicht schlecht aus. Jetzt habe ich nur ein Problemchen noch. Das, so, wenn ich jetzt aber dann das wegmache. Dann ist der wieder da. Das. Dann dahin. Aha. Nach links? Jetzt nach links? Nee, dann. Das würde ich nicht wollen. Ich will lieber mal so und dann. Schauen, obwohl, ich muss ja irgendwann, aber dann geht ja wieder da oben was auf und dann ist auch doof. Aber warte mal. Wenn ich so mache. Das ist.
Das ist gut. Ja? Eventuell. Dachte ich. Ist aber nicht. So, und jetzt da. Ah, das. Da geht immer das da unten dann auf. Das, das da. Wenn ich das irgendwie wegkriegen würde. Das Ziel muss ja, glaube ich, sein, dass hier oben irgendwie mal zwei nebeneinander gleich sind. Weil sonst wirst du am Ende immer eins haben, das in die falsche Richtung zeigt. So wie jetzt. Oder so wie jetzt. Ja. So jetzt geht es blöd. Das ist alles blöd, ja, irgendwie. Ach, ey. Das ist ja wie Rettet die Königin. Ja. Also nochmal neu. Irgendwie muss da ja... Also, ich denke, die ersten paar Züge waren schon nicht schlecht, aber was haben wir da nochmal gemacht? Das weiß ich. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich habe rechts, links, runter gesagt. So haben wir angefangen. Nee, ich würd sagen, so fangen. So anfangen ist echt nicht schlecht. So. Oder, warte, Moment, aber was ist, wenn ich jetzt so mache stattdessen? Das ist ganz gut. Ja, aber jetzt komme ich hier so. Jetzt habe ich da drei. Und da wäre jetzt fast fertig. Nee, doch nicht. Ach nee, da ist ja noch oben und... Aber wenn ich jetzt das wegmache... Und dahin... Na, dann habe ich das wieder. Das ist immer so... Man denkt sich, man hat vielleicht was gefunden und am Ende... Doch nicht. Das ist echt schlimm, ey. Richtig schlimm. So. Ich kann ja auch nicht... Oh Gott. Oh Gott. Wieso ist das so schwer? Ah! Ah! Einer übrig. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Wieder einer übrig. Ah, jetzt ist der dort, aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich den von da nach da schiebe. Das war bestimmt richtig blöd. Oder? Ah, nee, Moment. Aber dann ist der wieder da. Wenn ich einen übrig habe, was kann ich dann machen, um... Einen übrig ist immer schlecht. Es muss eine gerade... Also eine gerade Zahl nicht, aber es muss immer... Warte mal. Zwei. So. So. Nee, es ist wieder irgendwie einer übrig. Ja. Wenn ich zwei übrig hätte, wäre es vielleicht einfacher. Und das wäre in diesem Fall zwar, aber... Muss ich den trotzdem mal wegkriegen irgendwie? Das ist alles doof. So, und jetzt bin ich wieder an der Stelle. Da, wo du angefangen hast. Ja, ja. Gucken wir mal, ob wir aber irgendwas so verschieben können, dass wir... So. Ah, okay. Das sieht doch schon mal noch was aus. Bum, bum. Du schiebst es vor dir her. Ja, natürlich tue ich das gerade, aber was soll ich denn machen? Ich will eigentlich bloß, dass ich... Nee, das klappt ja dann auch nicht. Obwohl das jetzt schon fast schön aussieht. Ich meine, hier das vor mir herschieben, das macht anscheinend sogar Sinn. Das kann man sogar. So, dann... Zack... Zack, dann habe ich da aber immer noch einen, der mich stört. Oh Mann. Das ist echt anstrengend.
Das muss doch irgendeinen Trick dabei geben. So, damit habe ich das mir auch aufgebaut. Vielleicht hilft das ja am Ende. Wenn ich erstmal überhaupt das ganze Konzept hier verstehen würde, wäre es, glaube ich, leichter. So, sehr schön. Ja, ein bisschen Ordnung reingebracht, aber so richtig was gebracht hat es ja nicht. Sah ja fast schon gut aus. Warte mal. Hoch, links, rechts? Ach so, so meinst du? Und dann ja. So? Fuck. Ja, jetzt mal überlegen, wenn ich irgendwo hinspringe, was passiert dadurch? Wenn ich dahin gehe, dann wird das aufgemacht. Hoch links, rechts. Hä? Hoch links, runter, rechts vom vorherigen Ausgangspunkt. Ja. Warte mal, wenn ich jetzt das mache. Und das? Nee. Oh Mann, ey, hoch, links, runter? Was? Also so jetzt? Von dem? Oder von welchem? Von ganz vorhin, ich habe aber schon vergessen, wie es da genau ausgesehen hat. Oh weia. Also ich dachte schon, die Textboxen und sowas dauern lange, aber das... Da wundert es mich ja nicht, dass ihr auf 300 Parts am Ende kommen und noch... Ja. Aha. Also ich habe schon rausgefunden, okay, wenn wir irgendwie alles wegkriegen und dort unten nur noch was haben, ich glaube, dann kriegen wir es auch fertig. Blum, blum. Ja. Aber warte mal. Also ich habe gesehen, wie ich es fertig machen kann, wenn ich am Ende eine ganz bestimmte Anzahl an... Oder nee, wenn ich hier irgendwie das Zeug wegkriege. Ich glaube, ich habe nämlich so langsam... Vielleicht, eventuell... So... So. Aha. Endlich. Ach, Gott sei Dank. Ah. Ja, langsam doch rausgefunden, wie das Ganze funktionieren muss. Weil mir ist gerade so aufgefallen, Mensch, ich habe doch da die ganze Zeit immer dort was fertig bekommen. Nur, dass dann immer woanders was noch so übrig war. Also macht man einfach das andere erstmal weg. Und dann ja. Ist es dort relativ einfach. Aha. Meine Güte, geschafft! Köstlich! Das war jetzt umfangreich. Ja, großartig, professionell gelöst. Der Boden ist wieder richtig gut in Stand. Ein Boden aus Schokolade ist etwas eigenartig, aber sicher köstlich. Boah, nee.